Unser Wald. Mystisch und geheimnisvoll. Die grüne Lunge der Schweiz. Eine gewaltige Nutzfläche. Der Wald bietet Erholung vom urbanen Alltag. Wer aber sind die Menschen, die er nicht mehr loslässt? Luigi Frigerio ist Forstwart. Albert Mechler, Jäger und Tierfotograf. Der Baumexperte Michel Brunner sucht in der ganzen Schweiz nach alten Bäumen. Familie Saladin, stolze Waldbesitzer. Und Kuno Schaub entlockt den Wäldern die schönsten Töne. Der Wald sorgt für frische Luft. Er speichert und reinigt das Trinkwasser und schützt vor Naturgefahren. Wir machen eine Entdeckungsreise durch die Wälder der Schweiz. Der Herbst hat Einzug gehalten. Schon seit dem Sommer haben sich die Tiere ihren Winterspeck angefressen. Im Laufe des Herbstes werden sie weiter an Gewicht zulegen. Ihr Fell ist schon dicht. Forstwart Luigi Frigerio aus Graubünden arbeitet heute nicht mit der Motorsäge im Wald. Er hilft seinem Freund Albert Mechler, dem Jäger und Tierfotografen. Albert hofft, endlich einen Greifvogel oder eine Eule vor sein Objektiv zu bekommen. Wie bringe ich ein wildes, scheues Tier dazu, vor der Kamera das zu tun, was ich will? Das ist meine große Herausforderung. Ganz große Reiz. Als Fotograf im Gegensatz zum Jäger. Als Fotograf muss man im Gegensatz zum Jäger sehr nahe an das Tier herankommen und es möglichst lange beobachten. Man versucht, sich in das Tier hineinzuversetzen. Wie verhält es sich? Was denkt es in diesem Moment? Was macht es und wie weit kann ich gehen, um gute Bilder zu bekommen? Und was vertreibt es, damit man eben entsprechende Bilder hinbringt? Die Tarnung ist wichtig. Aber der Vogel muss mit einem Trick angelockt werden. Dafür hat Luigi einen Baumstamm ausgehöhlt. Daraus wird der sogenannte Mäusecontainer. Die Vorbereitung ist enorm wichtig. Ich weiß lange vorher, wie das Bild aussehen soll. Die Umgebung wird vorbereitet und dann wird das Tier zu dem Punkt gelockt, wo das Foto entstehen soll. Wo dann eben die Fotos draus werden. Es ist der Trieb. Gelingt es mir, möglichst nahe an ein Tier heranzukommen und möglichst lange unbemerkt dort zu bleiben? Albert braucht Geduld. Manchmal wartet er tagelang auf ein Tier. Auch schon mal vergeblich. Aber das Warten scheint sich zu lohnen. Ein prächtiger Uhu hat die Mäuse entdeckt. Ein Festessen für den Uhu, die größte Eule, die es gibt, und spektakuläre Aufnahmen für Albert.
der Baumexperte Michel Brunner im Kanton Basel-Land. Den 33-Jährigen interessieren alte Bäume, wie die märchenhaften Eichen von Wildenstein. Die Eiche hatte immer einen höheren Stellenwert als andere Bäume. Vom Alter geprägte Exemplare bekommen ihren Charakter. Das ist das, was mich beeindruckt. Michel hat ein ehrgeiziges Projekt. Im Alleingang erstellt er das umfangreichste Schweizer Inventar alter Bäume. Geld verdient Michel mit Büchern und Vorträgen über die Riesen. Die Eiche wurde schon in verschiedenen Kulturen verehrt. Im Mittelalter diente sie als Gerichtsbaum, unter welchem die Verurteilten gerichtet wurden. Heute steht sie für Stärke und Männlichkeit. Michel ist begeistert, wie standhaft die bis zu 500-jährigen Eichen sind. Egal, wo sie ihre Wurzeln schlagen, Bäume machen das Beste daraus und passen sich im Laufe der Jahrhunderte ihrer Umgebung an. Über 1200 alte Bäume hat der gelernte Grafiker in seinem Inventar bereits dokumentiert. Michel reist dafür durch die ganze Schweiz und sucht nach besonderen Exemplaren. Hier ist er auf dem Weg zu einer weiteren Eiche in der Nähe. Die Eiche steht auf dem Land von Fridolin Saladin. Der 54-jährige Bauer besitzt einen Wald und handelt mit dem eigenen Holz. Aber seine Eiche ist ihm heilig. Die Saladins haben eine eigene Familieneiche. Das Schönste ist, sie ist eine der dicksten und größten Eichen. Und trotzdem ist sie nicht bekannt. Oft sind Besitzer überrascht, denn sie wissen nicht, dass ihr Baum so bedeutend ist. Er stand ja schon immer da, seit ihrer Kindheit. Er war nie etwas Spezielles für sie. Wenn dann jemand von weit her kommt, um ihren Baum zu fotografieren und zu vermessen, ist das schon außergewöhnlich. Beim Grossvater ist die Eiche schon auf dem Grabstein gesehen? Beim Großvater war diese Eiche auf dem Grabstein. Bei meinem Vater auch, denn mein Vater hatte eine enge Beziehung zu dieser Eiche. Beim Heuen machte er immer Pause unter ihr. Wenn wir sonntags zur Kirche gingen, sahen wir unsere Eiche auf dem Grabstein. Das musste so sein. Mit Leib und Seele bewirtschaften die Saladins ihren Hof. Fridolin und seine Frau Annemarie haben drei Töchter und einen Sohn. Alle packen mit an. Den Sohn der Familie hat als Farmer nach Australien verschlagen. Nun fehlt ein Nachfolger. Es sei denn, eine der Töchter übernimmt den Betrieb in Hochwald im Kanton Solothurn. Wie es mit dem Bauernhof einmal weitergeht, ist unklar. Die 9 Hektar Wald oberhalb ihres Hofs tragen etwa 10% zum Einkommen der Saladins bei. Für mich ist es ein ganz spezieller Ort. Hier gefällt es mir. Ich heirate den Mann hier.
Was meinst du, wenn ich nur 35 hat? Ich bin ja als Bauerntochter aufgewachsen. Ich bin Bauerntochter. Ich habe immer gerne auf dem Hof gearbeitet. Man spürt seine Wurzeln, arbeitet zusammen, ist am Abend müde und sieht, was man gemeinsam gemacht hat. So bemüht sie und sehen, was man gemacht hat. Man denkt nicht, jetzt muss ich wieder aufforsten für meinen Sohn, meine Tochter oder meinen Enkel. Man tut es, weil man spürt, dass es für einen stimmt. Es ist schön, wenn die nächste Generation später etwas davon hat. Dann ist es, wie es ist, oder? In seinem Wald kennt Fridolin Saladin jeden Baum und ist stolz darauf. Jedes Mal, wenn wir etwas bauen, holen wir das Holz aus dem eigenen Wald. Es stand nie zur Diskussion, Holz zu kaufen. Wir haben den Wald immer genutzt. Als Kind wollte ich immer etwas bauen. Dann sagte mein Vater, also gut, bauen wir diese Scheune, aber zuerst müssen wir holzen. Also, wir bauen den Schopf, aber zuerst müssen wir holzen. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man etwas mit eigenem Holz baut, statt mit Fremdem. Als mit Fremdem, oder? Jetzt zurück! Hier rechts von diesem Nussbaum. Ja. Zum Beispiel jetzt die Wohnung. Wir haben unsere Wohnung oben ausgebaut. Den Fußboden machten wir aus Tannenholz, die Treppe aus Buchenholz. Das ist einfach eine ganz andere Beziehung. Ganz eine andere Beziehung, das ist so. Gut. Der Haken muss unten sein, Herr Marek. Ja. Das ist nicht gut. Ganz auf die andere Seite drehen. Fridolin kann in seinem eigenen Wald nicht tun und lassen, was er will. Naturnahe Bewirtschaftung gilt auch für Privatwaldbesitzer. Raubbau, Kahlschlag und Monokulturen sind verboten. Diese Esche setzte noch Fridolins verstorbener Vater. Nun werden die Bäume verarbeitet, die vor ein oder zwei Generationen gepflanzt wurden. Wie für seine Vorfahren war die Holzernte für Fridolin immer selbstverständlich. Doch dann kam ein Vorschlag, der ihm den Schlaf raubte. Nimmst du Holz weg zuerst? Der neue Oberförster kam und sagte, er wolle aus dem ganzen Wald ein Naturreservat machen. Damit waren wir gar nicht einverstanden. Dann schlug er einen Kompromiss vor. Weniger, nur 3-4 Hektar. Aber das hat uns einfach nicht überzeugt. Wir haben den Wald bis anhin immer genutzt und in Ordnung gehalten. Wenn ich zuschauen müsste, wie die schönsten Tannen dürr werden und ich dürfte sie nicht fällen, weil der Vertrag 99 Jahre läuft. Das ist nicht so einfach. Wenn ich diesen Vertrag unterschreibe, sagt die Generation nach mir, ihr habt einen so schönen Wald, habt so lange dafür gearbeitet und jetzt müssen wir ihn dem Schicksal überlassen. Das ist nicht so einfach. Das ist also nicht so einfach, oder? Wenn man den Wald nicht pflegt, wächst er zu. Ich mag den Wald gerne, aber nur bis hierher und nicht weiter. Mein Vater. Mein Vater hat den Wald aufgeforstet und praktisch nie etwas Wertvolles herausgenommen. Es gibt eine Menge Ahornbäume, die recht viel Wert haben. Auch ich kann sie noch nicht nutzen. Als Waldbesitzer darf man nicht egoistisch sein und den Wald ausrauben. Man muss Rücksicht nehmen auf die nächsten Generationen. Die Saladins sind verwurzelt mit ihrem Wald. Ihn nicht mehr zu bewirtschaften, wäre wie den Hof aufzugeben. Ohne Holz müsste Kuno Schaub den Beruf wechseln. Er baut Gitarren und Streichinstrumente.
Heute beginnt er mit dem Bau einer Geige. Wenn der Mensch, wo das Instrument... Wenn die Geige dir das Instrument haben will, mir die Rechnung bezahlt, freut mich das enorm. Da habe ich enorm Freude ab dem Moment. Das ist mir... Es ist mein Lohn, mein Zahltag. Aber auch der Dank für das Instrument. Der Dank für das Instrument. Der richtige Umgang mit dem Holz ist eine eigene Wissenschaft und verlangt Geduld. Wenn man einen Baum findet, wenn man im Wald einen Baum findet und daraus eine Geige herstellen will, geht dieses Holz zuerst 10 Jahre ins Lager und muss gepflegt werden. Erst mit den Jahren zeigt sich, ob das Holz klanglich dorthin kommt, wo wir es gerne hätten. An einer Geige baut Kuno rund 200 Stunden. Seine Werkstatt hat er sich in einem alten Bauernhaus bei Solothurn eingerichtet. Es gibt immer wieder Leute, wo es gibt immer wieder Leute, die mir sagen, Geigenbau sei eine große Kunst. Ob es so ist, kann ich nicht beurteilen. Das ist mein Alltag. Ich kann nichts anderes und möchte meine Zeit so verbringen. Ich will meine Zeit so verbringen. Und für mich sind Künstler Leute. Für mich sind Künstler Leute, die ein Instrument spielen können. Wo sie Instrument können spielen. Das heißt, eigentlich sind wir die Werkzeugmacher. Wir sollten möglichst gehorsam das machen, was unsere ganz großen Vorgänger uns gelehrt und gezeigt haben. Bei den Saladins entscheidet der Revierförster Roger Zimmermann, ob es ein Baum oder mehrere in die Holzauktion nach Gempen schaffen. Du bist auf 16 Kubik brutto. Ah, so. Ah. 23, hä? Der Riss ist nicht schlimm. Ich hatte sie gebunden, satt gebunden. Das ergab sich erst nachher. Die Rinde ist sauber. Ein kleiner Schönheitsfehler, spielt keine Rolle. Soll ich da abhauen oder nicht? Hä? Soll ich da abschneiden? Nein, nein, so lassen. Den kannst du nach Gempen bringen. Wertvoll, super. Das erste Mal in meinem Leben, dass du einen hast für Gempen. Das erste Mal. Das gibt Schwachholz. Fridolin verkauft seine Eschen sonst für etwa 100 Franken. Das ist wenig, aber das Holz aus billigeren Ländern wie Finnland oder Schweden drückt die Preise. Heute hat er Glück. In der Auktion wird die erstklassige Esche später für 450 Franken ersteigert. Fridolins andere Bäume gehen in den üblichen Handel. Fridolin ist einer von fast 250.000 Waldeigentümern. Ihnen gehört ein Drittel des Schweizer Waldes. Der Rest ist in öffentlicher Hand. Einmal im Jahr zeichnet der Revierförster die Bäume an, die Fridolin schlagen darf. Du benötigst wieder ziemlich viel Brennholz dieses Jahr. Ja, brauche ich. Man darf nicht einfach holzen, so viel man will. So einen kann ich fast nicht aufspalten. Den würde ich auch stehen lassen. In unserem eigenen Wald müssen wir eine Holzschlagbewilligung. In unserem eigenen Wald benötigen wir eine Holzschlagbewilligung. Die muss mir der Förster erteilen. Für so viel wie nachwächst im Jahr. 6 bis 7 Kubik pro Hektar. Er muss kennzeichnen, was ich rausnehmen darf. Hundert Stier dürfen wir nehmen. In den letzten Jahren war ich immer etwas zurückhaltend mit dem Holzen. Kein Problem. Also, wenn ich willkürlich Holz schlagen wie ein Wilder, das geht nicht. Er gibt mir sicher etwas Freiheit, indem er sagt, eine mehr ist nicht so schlimm. Aber es muss in dem Rahmen bleiben, den er mir vorgibt.
bleiben, wo ich will auch unser gutes Verhältnis nicht aufs Spiel setzen. Das gute Verhältnis, das wir haben, will ich behalten, oder? Das will ich nicht aufs Spiel stellen. Man merkt, dass du jünger bist. Wir sind von Felsen umgeben. Da kommt es schon vor, dass sich einer löst. Da hast du eine wichtige Schutzfunktion. Für den Hof und den ganzen Hang. Der ist permanent in Bewegung. Ja, merkt man. Du siehst es an den Säbelwüchsen. Ja, man rutscht immer unten weg. Wie ein Kugellager. Das ist wie ein Kugellager. Ja, das ist extrem. Der Wald der Saladins gehört zu den schätzungsweise 40-50% des Schweizer Waldbestands mit Schutzfunktion vor Steinschlag, Lawinen, Murgängen oder Wildbächen. Im Wallis möchte der Baumexperte Michel Brunner mehr über Schutzwälder erfahren. Roland Metral ist Forstingenieur aus Martigny. Er kennt sich aus mit Bäumen und weiß, wie sie schützen. Und dann normalerweise sind die Bäume ziemlich hoch geschnitten und es wird etwas Holz am Boden lassen als Schutz. Und die Buche auch gegen Steinschlag sieht sehr schön aus. Da sieht man es ziemlich gut. Der Stein hier wurde blockiert und sind hier Stockausschläge. Dann die Buche hier besser ganz tief schlagen, dann macht sie Stockausschläge. Das ist eine schöne Barriere. Und die einzelnen Bäume hier, die sind so wie ein Maschendrahtzaun, oder? Das ist eigentlich wie ein Gitter und die fangen dann eben diese Steine auf. Ja. Das ist eine Fichte, keine Tanne, oder? Nein, das ist keine Tanne. Das Flachwurzel. Die Tanne ist eher, hat einen Pfahl und das ist sehr selten. Aber siehst du, es waren Steine hier. Es macht schon einen guten Stopp, diesen Wurzelteller. Und dann die Straße ist unten, wenn große Steine hier sind. Das heißt, das kann unten gefährlich sein. Bedrohlich hängen die Berge über dem Dorf La Fontaine. Im Jahr 2000 kam es hier fast zu einer Katastrophe. Von den Hängen lösten sich Erdmassen. Sie stürzten ins Tal und drohten, alles unter sich zu begraben. Doch ein Kastanienhain oberhalb des Dorfes wurde zum Schutzwald. Die kräftigen Stämme bremsten das Geröll und lenkten die Schlammlawine weg von den Häusern und Straßen. So blieben die Bewohner wie durch ein Wunder verschont. Michel auf dem Weg zu der Stelle, wo sich die Schlammlawine damals ihren Weg tief hinunter ins Tal bahnte. Und wann war das genau? Das war in 2000, im Oktober, am 10. Oktober. Aha. Sogar 3-4 Uhr morgens bis am Nachmittag. Okay. Vielleicht 15 Uhr, etwa ja, 10 gute Stunden. Und allmählich so wellenartig nach unten. Mhm. Wir sind jetzt auf dieser Straße. Mhm. Und die Runze ist hinten und dann, das ist Beginn der Ablagerung. Und von dort ist das ganze Material nach unten gekommen. Siehst du die Kraft? Wahnsinn. Die Bäume sind zerrissen. Es kommt so wellenartig. Ah, ja. Und siehst du die Häuser, die sind ganz am Rand, aber kein Haus wurde zerstört. So viel Material, und so viel Wasser am Anfang, dann hat das mit Material mitgenommen. Ja. Da siehst du die Kraft und die Geschwindigkeit. Die Stärke, oder? Aber so immer wellenartig. Ja. Aber im Ganzen 250.000 Kubikmeter. Ja. Aber glücklicherweise nur in Weinreben. Das sind Stämme hier, oder? Und das ist jetzt das Bild. Ja. Das muss man einmal sehen, aber nicht zweimal. Aber glücklicherweise, dank dem Kastanienwald, wurde das immer so links einfach abgeleitet. Das heißt, die Häuser, das Dorf La Fontaine, hat einfach keine Gefahr gehabt. Mhm.
Ist denn das auch in der Bevölkerung noch so im Bewusstsein? Die Bevölkerung von Dorf Ehe-Lafonten wollte nicht, dass der Kastanienwald hier entfernt war. Die waren immer bewusst, das hat das Dorf geschützt. Und jetzt ist das so ein Stolz für die Gemeinde. Für Kuno Schaub hat der Wald eine besondere Bedeutung. Er liefert ihm das Holz, das er für den Bau seiner Instrumente braucht und ist eine Quelle seiner Kreativität. Kuno baut seine Geigen aus verschiedenen Hölzern wie Ahorn, Ebenholz und sehr gern aus der Haselfichte. Er ist überzeugt, ihr Holz klingt am schönsten. Haselfichten findet der 57-Jährige in der Schweiz, vor allem im Grand Réseau. Verschiedene Geigen- und Gitarrenbauer, die ich kennengelernt habe, auch ein Gitarrenbauer aus Spanien, haben mir gesagt, dass sie ihr Holz aus dem Grand Réseau haben. Dass er sein Holz aus dem Grand Réseau hat. Und das hat mich fasziniert, weil es ein Teil meiner Heimat ist. Ich war überrascht, dass sogar Spanier in die Schweiz reisen, um Holz zu holen. Das war der Grund, warum ich selbst ein paar Mal an den Lac du Joux ging und das Gebiet erkundete. Ich wollte wissen, warum das Holz so begehrt ist und was so speziell daran ist. Warum ist das Holz eigentlich so begehrt und was macht es aus, dass es so begehrt ist? Der Grand Réseau ist eine Bergkette im Jura und besteht aus großen Wäldern mit mächtigen Fichten, Buchen und Ahornen. Kuno ist unterwegs mit dem Förster François Villard. Mir hat ein Förster erklärt, dass dieser Wald ständigen Winden ausgesetzt ist. Die Bäume wachsen langsam und dadurch regelmäßig. Durch das auch ein regelmäßiges Wachstum überkommen. Kuno braucht Holz für sein Lager. Für den Förster François kommt es nicht sehr oft vor, dass ein Instrumentenbauer persönlich einen Baum aussucht. Aber er weiß, wo in seinem Wald die Haselfichten stehen, die Kuno braucht. Ich durfte drei Stämme auswählen mit der Abmachung, dass ich einen Stamm kaufen muss. Was meinst du? Schön. Mein Gott. Okay. Kaufst du ihn? Die ausgesuchte Fichte erwirbt Kuno ab Stock. Das bedeutet, nach dem Fällen kann er nicht mehr vom Kauf zurück. An einem Stück Rinde lässt sich ansatzweise die Qualität des Holzes feststellen. Krummer Wuchs ist unbrauchbar. Wie der Stamm von innen aussieht, muss sich noch zeigen. Das Risiko von knapp 4.000 Franken trägt Kuno. Um in den Baum hineinzuschauen, wird ein Stück des Stammes gespalten. Bald weiß Kuno, ob sich der Kauf lohnt. C'est droit, hein? Best wood. Es ist sehr gut. C'est droit, c'est beau. Ja. Mir bedeuten Bäume etwas. Mir bedeuten Bäume etwas. Mir bedeuten Wälder etwas. Ich habe das Gefühl, der Wald beruhigt unsere Hektik. Für mich ist ein Wald ein Philosoph. Einer, der genügsam ist und auf mich sehr beruhigend wirkt.
Nach Wochen der Arbeit ist das Werk vollendet. Lackiert und poliert. Jetzt fehlen nur noch die Saiten. Für Kuno ein feierlicher Moment. Der bevorstehende Abschied fällt nicht schwer. 18.000 Franken bringt ihm die Geige. Aber natürlich ist Kuno auch stolz. Schließlich hat er etwas für die Ewigkeit geschaffen. Zumindest fast. Wenn ich irgendwann mal im Sarg liege, ist es für mich abgeschlossen. Auch wenn es vielleicht irgendwo weitergeht. Aber was man kann sagen, bei Instrumenten aber, die in den ersten Jahren sehr intensiv gespielt werden, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie in 200-300 Jahren immer noch gespielt werden. Gross, dass die Instrumente in 200-300 Jahren immer noch gespielt werden. Eine Woche später am Flughafen von La Chaux-de-Fonds, etwa 20 Minuten entfernt vom Grand Réseau. Ich bin ein paar Mal über den Grand Réseau geflogen mit dem Bücker. Dieses Flugzeug erlaubt es, relativ tief zu fliegen, ohne die Leute zu stören. Relativ tief kann fliegen, ohne dass man immer alle Leute stört. Wenn der Flug mit diesem alten Flugzeug gemütlich und rücksichtsvoll ist, spüren wir oft recht viel Sympathie. Häufig, also meine Kollegen auch, einen Haufen Sympathie auch mitbekommen. Lange Zeit flog Kuno die Bücke auch allein. Dann ließ er seinen Flugschein nicht mehr verlängern. Seitdem genießt er die Flüge als Passagier. Der Jura ist ein unbeschreibliches Gebiet, eine ganz wunderschöne, traumhafte Landschaft. Über den Jura wieder nach Hause zu fliegen, war immer ein herrliches Erlebnis. Über den Jura wieder heimzukommen. Der Grand Réseau lässt den Instrumentenbauer nicht mehr los. Andere Menschen erkunden ihre Lieblingswälder zu Fuß oder per Velo. Aber Kuno liebt den Blick von oben. Der Wald gehört jetzt dem Winter. Die Bäume scheinen Mühe zu haben mit dem Schnee. Ihre Äste drohen unter der weißen Last zu zerbrechen. Viele Tiere halten Winterschlaf, aber nicht alle. Gerade jetzt haben sie den Wald nahezu für sich. Bei den Saladins ruhen die Arbeiten im Wald. Aber heute ist Backtag. Einmal die Woche wird der große Ofen angefeuert, wie früher. Und natürlich mit Holz aus dem eigenen Wald. Es gibt Frauen, die ihre Holzöfen in der Küche nicht mehr wollen, weil sie viel Schmutz machen. Ich
Heute finde ich das Wichtigste, unabhängig zu sein. Mit dem eigenen Wald, mit eigenem Brennholz vor der Haustür. Doch wir sind ein Einzelfall. Die vielen Brote sind nicht alle für die Familie. Sie werden verkauft im Hofladen. Annemarie hat das Handwerk von ihrer Schwiegermutter gelernt. Lucie Saladin lebt auch auf dem Hof, Tür an Tür mit den Jungen. Das bleibt jetzt einfach da, weißt? Bis es noch okay, weil er ja hinten heißer ist. Nachher kommen die Vater stehen am anderen auf. Frina, danke schön. Was kann ich jetzt schon machen? Es gehen ja jetzt sowieso noch nicht alle in den Ofen, weißt? Ich weiß nicht einmal, wie viel es überhaupt zur Zelle ist. Ich sage das immer ganz salopp. Wenn ein Ölscheich Bauchschmerzen hat, haben wir kalt. Natürlich ist das auch ein bisschen übertrieben. Aber wir können uns selbst versorgen mit Lebensmitteln und Brennstoff. Und das finde ich so genial. Das finde ich so gewaltig. Das hat seit meiner Kindheit krass geändert. Also insofern hat der Wald für mich eine sehr große Bedeutung. Für Wildschweine ist die Schweiz ein Schlaraffenland. Die intelligenten Tiere finden reichlich Nahrung. Im Winter verrät ihr feiner Geruchssinn, wo unter der dichten Schneedecke etwas zu holen ist. Ihre Bestände wachsen rasant, deshalb müssen sie vermehrt geschossen werden. Albert Mechler, der Jäger und Tierfotograf, ist aus Graubünden in den Kanton Thurgau gereist. Eine Treibjagd ist eine Gesellschaftsjagd, die vor allem am Schluss des Jagdjahrs stattfindet. In der Regel ist es eine Jagd mit Schrot. Die Jäger positionieren sich um ein Waldstück herum. Das Tier wird aufgeschreckt, eine gewisse Hektik entsteht und die Tiere werden nervös. Die Hektik ist natürlich da, oder? Und es kommt eine gewisse Nervosität ins Tier rein. Jeder Jäger weiß genau, aus welchem Blickwinkel er schießen darf. Vor allem auf kleinere Tiere, weniger auf Rotwild oder Rehwild. Auf Füchse, Hasen und Wildschweine vor allem. Wildschwein vor allem. Mit Stockschlägen und Rufen machen sich die Treiber bemerkbar und drängen so das Wild in das Schussfeld der Jäger. Ho, ho, ho. Albert darf das Wildschwein nicht mit nach Hause nehmen. Die Jagdgesellschaft verkauft die erlegten Tiere an Restaurants oder verzehrt sie gleich selbst. In diesem Fall wurde aus dem Schwein ein Ragout. Die Strecke wird verblasen, sagt das Jägerlatein. Am Ende einer erfolgreichen Jagd bekommt jede erlegte Wildtierart ein eigenes Abschiedsständchen. Thank you.
Die Jäger sind eine verschworene Gemeinschaft. Und doch gibt es unter den Kameraden Konkurrenz. Natürlich ist der Stolz viel größer. Natürlich ist der Jäger stolz, wenn er ein oder zwei Tiere erlegen kann. Und der Konkurrent, Nachbar oder Freund eben nicht. Dann fühlt er sich als besserer Jäger. Eben als besserer Jäger. Ich selber suche das weniger. Ich bin eher der Einzelgänger, der gerne alleine im Wald dem Wild nachpirscht. Ich bin ganz gerne für mich alleine und beobachte möglichst lange ein Tier. Bei einer Treibjagd werden die Tiere einem entgegengejagt und der Anblick ist relativ schnell und kurzfristig. Michel Brunners letzte Winterreise in diesem Jahr führt den Baumexperten noch einmal ins Wallis. In Prarion auf 1800 Metern Höhe hat er fantastische Lärchen gefunden. Die mächtigen Bäume stehen mitten auf einer Skipiste. Mit einem Stammumfang von bis zu 12 Metern und einem geschätzten Alter von 1000 Jahren gehören diese Lärchen zu den Prachtexemplaren in Michels Inventar. Seit Jahrhunderten wissen die Elbler, was sie an den tief in den steilen Hängen verwurzelten Riesen haben. Die Lärchen hatten schon früher eine große Bedeutung in den Bergen. Man hat sie bewusst stehen lassen, weil sie einen gewissen Schutz darstellten. Die Elbler bauten ihre Höfe und Ställe unterhalb von mächtigen Lärchen. Im Winter werfen die Lärchen ihre Nadeln ab. So sammelt sich auf den Ästen kaum Schnee. Der Stamm trägt weniger Gewicht und ist standfester gegen Lawinen. Interessant ist, dass die Borke der alten Lärchen ausgeprägt dick ist. Sie ist eine Art Prellbock zum Schutz vor Steinschlag. Die ganz großen Äste liegen immer hinter dem Stamm, wo sie vor Lawinen geschützt sind. Alte Bäume sterben meist nicht eines natürlichen Todes. Sie werden gefällt, weil sie im Weg sind oder aufgrund ihres hohen Alters als Sicherheitsrisiko gelten. Für Michel sind die Riesen Wunderwerke der Natur, die es zu schützen gilt. Die Vergötterung oder Personifizierung eines Baumes ist nicht mein Ziel, sondern die Sensibilisierung, dass in unserer Zeit ein solcher Baum wirklich eine Seltenheit darstellt. Forstwart Luigi Frigerio repariert einen Brunnen. Auf dem Holzplatz von Zellerina in Graubünden gibt es im Winter nicht viel zu tun. Unsere Hauptarbeit machen wir vom Frühling bis Dezember. Der Winter ist eher ruhig. Es ist eine besondere Art des Arbeitens. Im Wald bin ich leider nur selten, weil wir so viel Schnee im Engadin haben. Dann erledige ich andere Arbeiten, die mich auch befriedigen. Die naturnahe Waldbewirtschaftung ist in der Schweiz Gesetz. Darüber hinaus sollen in den nächsten 20 Jahren 10% der Schweizer Wälder zu Naturschutzreservaten werden. Was wäre für Luigi der perfekte Wald? Der perfekte Wald? Gibt es den perfekten Wald? Glaube ich nicht. Es kommt darauf an, wo er steht. Ist er im Mittelland, auf der Alpen-Südseite oder in den Alpen? Das ist persönlich. Jeder Mensch hat eine andere Vorstellung. Jeder Mensch hat vielleicht eine andere Vorstellung. Für Luigi gibt es ihn durchaus, den perfekten Wald. Er liegt nur etwa eine Stunde von Zellerina entfernt im Bergell, direkt an der italienischen Grenze. Hier hat der Forstwart einen Kastanienhain mit Rustico gepachtet. Seitdem er nicht mehr verheiratet ist und die erwachsenen Töchter aus dem Haus sind,
gehört seine Zeit und Liebe dem Wald. Luigi träumt von einem eigenen Kastanienhain. Den will er nicht nur für sich kaufen. Er möchte seinen Töchtern eines Tages etwas hinterlassen. Einen Wald und seine Leidenschaft dafür. Der Wald ist ein Stück Natur. Und das ist. Er ist ein Geschenk, das wir von irgendwoher bekommen haben. Vom lieben Herrgott oder was weiß ich. Ich selber habe keinen Wald, der gehört nicht mir. Aber ich bin stolz darauf. Ich bin stolz darauf. Unser Wald. Es gab Zeiten, da machte man sich Sorgen um das nationale Heiligtum. Und heute? Im internationalen Vergleich steht unser Wald gut da. Er bedeckt ein Drittel des Landes und wächst weiter, vor allem im Alpenraum, in Gebieten, wo sich Beweidung und Bewirtschaftung nicht mehr lohnen. Doch der Druck auf ihn nimmt zu. Stickstoffbelastung und Klimawandel etwa machen ihm zu schaffen. Das dichte Straßennetz zerschneidet Wälder und damit ganze Ökosysteme. Die Städte wachsen. Bevölkerung, Industrie und Transport fordern Bauland. Das Ringen um wertvollen Boden in der kleinen Schweiz hat längst begonnen. Eine Lockerung des Rodungsverbots ist kein Tabu mehr. Wir brauchen Lösungen. Aber vorrangig bleibt weiterhin der Schutz des Waldes. Dieser Frühling ist ungeduldig. Er kommt früher als sonst. Ist überstanden. Noch ist der Wald gezeichnet von Kälte und Schnee. Aber schon ist er bereit für den Aufbruch in ein neues Jahr. Und so scheint der Wald wieder zu erwachen, obwohl er nie geschlafen hat.